Herrschaften, willkommen zum Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laut. Unser heutiges Thema lautet: Wie beschreibt man einen reinen Stoff mit Zahlen? Die einfachsten Systeme bestehen aus nur einer einzigen Komponente, entsprechen also einem reinen Stoff. Wir haben also einen Behälter, in dem sich nur eine Teilchensorte, Atome oder Moleküle, befinden. Wie können wir dieses System beschreiben? Nach Gibbs benötigen wir maximal zwei intensive Zustandsgrößen, zum Beispiel das Molvolumen und die Temperatur. Wenn wir diese beiden Größen gewählt haben, haben wir einen Zustand dieses Systems eindeutig beschrieben. Alle restlichen Zustandsgrößen sind damit festgelegt. Hier ist das Bild dieses Systems schematisch gezeichnet. Wir erkennen die Grenzen des Systems. Eine davon ist verschiebbar, sodass wir das Molvolumen verändern können. Wir haben die Möglichkeit, die Temperatur zu variieren und damit haben wir zwei Zustandsgrößen frei gewählt und damit die beiden Freiheitsgrade nach Gibbs ausgereizt. Weitere Zustandsgrößen können wir selbstverständlich messen, zum Beispiel den Druck. In unserem System befinden sich 1 Mol Kohlendioxid, 44 Gramm, und wir stellen nun verschiedene Zustände ein. Zustand 1 wird beschrieben durch ein Volumen von 25 Liter, also ein Molvolumen von 25 Liter pro Mol und eine Temperatur von 25 Grad Celsius. In diesem Zustand ist das System gasförmig, homogen, einphasig. Ein Druck von 1 Bar stellt sich ein. So viel zum Zustand 1. Wir verändern den Zustand, indem wir die Temperatur konstant lassen, bei 25 Grad, und das Volumen auf 12,5 Liter komprimieren. Das ist der Zustand 2. Alle anderen Zustandsgrößen stellen sich ein, der Druck zum Beispiel auf 2 Bar. Das System ist weiterhin gasförmig. Wenn wir jetzt bei konstantem Druck die Temperatur auf 322 Grad Celsius erhöhen, dann erhöht sich das Volumen auf 25 Liter. Das ist Zustand 3, ebenfalls gasförmig. Erneute isotherme Kompression auf 12,5 Liter liefert einen Druck von 4 Bar. Auch dieser Zustand 4 ist gasförmig. Das sind nun 4 der unendlich vielen Zustände eines reinen Stoffes. Ich kann diese und weitere Zustände des Einkomponentensystems in ein Diagramm einzeichnen. Wir wählen ein PVT-Diagramm. Die Achsen des dreidimensionalen Diagramms entsprechen den drei Zustandsgrößen Druck, Molvolumen und Temperatur. Zustand 1 und 2 bei Raumtemperatur, Zustand 3 und 4 bei höherer Temperatur. Alle möglichen gasförmigen Zustände des Systems liegen auf einer sogenannten Zustandsfläche im PVT-Diagramm, welche in typischer Art und Weise gekrümmt ist. Das ist das Zustandsdiagramm oder auch Phasendiagramm genannt eines reinen Gases. Dieses Verhalten gibt uns die Natur vor. Es ist eine Zusammenstellung von vielen experimentellen Daten. Unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist es nun, dieses Diagramm zumindest mathematisch zu beschreiben, also eine Funktion zu finden, an diese Fläche anzupassen und auch Theorien zu entwickeln, warum das Diagramm so aussieht und nicht anders. Wir wollen unser Phasendiagramm erweitern und zweiphasige Zustände mit einbeziehen, also Zustände, an denen Flüssigphase und feste Phase beteiligt sind. Wenn wir von unserem Zustand 1 ausgehen und dann sehr stark abkühlen bei konstantem Druck auf minus 78,5 Grad Celsius, dann liegen in diesem Zustand sowohl festes als auch gasförmiges Kohlendioxid nebeneinander vor. Das Molvolumen beträgt nur noch 94 Milliliter. Zustand 2 ist heterogen, zweiphasig, Gas und Feststoff gleichzeitig nebeneinander.
Wenn bei einem Einkomponentensystem zwei Phasen vorliegen, so wie hier, habe ich nach Gibbs nur noch einen Freiheitsgrad. Ich kann jetzt das Molvolumen verkleinern, ohne dass die Temperatur oder der Druck sich ändern. Lediglich das Mengenverhältnis fest zu gasförmig ändert sich. Ich kann das Molvolumen bis auf 28 Milliliter komprimieren. Erst dann verschwindet die gasförmige Phase und ich habe nur noch eine feste Phase, ein blockfestes Kohlendioxid, auch Trockeneis genannt. Das ist der Zustand 3. Flüssiges Kohlendioxid existiert bei einem Druck von 1 bar nicht. Um Kohlendioxid zu verflüssigen, müssen wir zum Beispiel unseren Zustand 1 extrem stark isotherm komprimieren. Von 25 Liter auf 94 Milliliter. Das ist der Zustand 4. Dann liegt ein Teil des Kohlendioxids flüssig vor. Wenn man ein Zweiphasensystem und ein Druck von ca. 60 bar herrscht. Das sind jetzt drei weitere Zustände von Kohlendioxid bei deutlich höheren Drücken bzw. niedrigeren Temperaturen als die gasförmigen Zustände, die wir vorhin besprochen haben. Wenn wir viele, viele Zustände von Kohlendioxid vermessen haben und grafisch darstellen, kommen wir zu einem vollständigen Zustandsdiagramm oder Phasendiagramm eines reinen Stoffes. Hier sehen wir zunächst die vier Zustände, die wir eben diskutiert haben. Jeder mögliche Zustand entspricht einem Punkt in diesem Diagramm. Alle möglichen Zustände zusammengenommen ergeben eine Fläche im PVT-Raum, die mehr oder weniger stark gekrümmt ist, und einige Unstetigkeiten, also Knicke, besitzt. Dieses Diagramm ist eine Art roter Faden durch viele Grundlagen der Thermodynamik und man kann sehr viele Phänomene damit diskutieren. Generell ist es bei Phasendiagrammen, so wie diesem hier, sinnvoll, zunächst nach den homogenen Bereichen zu fragen. Welche Flächen entsprechen einphasigen Zuständen? Bei niedrigen Molvolumina und niedrigen Temperaturen befindet sich die Zustandsfläche der festen Phase. Bei hohen Temperaturen und hohen Molvolumina haben wir die gasförmige Phase und dazwischen befindet sich die flüssige Phase. Alle anderen Flächen im Diagramm sind heterogen. Zwischen homogen fest und homogen flüssig liegt zum Beispiel der Zweiphasenbereich flüssig fest. Die Linien, die die homogenen Bereiche von den heterogenen Bereichen im Diagramm abgrenzen, nennt man Binodalen oder Binoden oder Binodalkurven. Das sind hier zwei Binodalen, die Schmelzlinie und die Erstarrungslinie. Hier erkennen Sie eine weitere Binodale, die Grenze des flüssig-gasförmig gebietet. In den heterogenen Zonen, in welchem unser System nur einen Freiheitsgrad besitzt, können wir sogenannte Konoden einzeichnen. Konoden sind Verbindungslinien zwischen zwei Phasen, welche nebeneinander im Gleichgewicht vorliegen. Beispielsweise verläuft zwischen den Zuständen 3 und 2 und darüber hinaus verlängert eine Konode im Zweiphasengebiet fest gasförmig. Konoden sind als Gleichgewichtskurven immer geraden, sind isothermen und isobaren. Eine weitere Konode verläuft durch den Zustand 4, hier blau gezeichnet. In der Tat sind alle Isothermen bzw. Isobaren im zweiphasigen Bereich Konoden. Eine ganz besondere Konode ist die sogenannte Tripellinie. Das ist diese Linie hier. Auf dieser Linie liegen drei Phasen, fest, flüssig und gasförmig, nebeneinander vor.
Ein weiterer charakteristischer Punkt im Diagramm ist das Maximum der Binodale um den flüssig-gasförmigen Bereich. Diese Binodale hat die Form einer umgekehrten Parabel. Und dieser Punkt, dieses Maximum heißt kritischer Punkt. Oberhalb des kritischen Punktes sind Gas und Flüssigkeit nicht unterscheidbar. Es existiert nur noch ein überkritisches Fluid. Zur vereinfachten Darstellung werden häufig Projektionen des PVT-Diagramms verwendet. Projektionen auf die PV-Fläche oder Projektionen auf die PT-Fläche. Der Prozess von Zustand 1 nach Zustand 4 ist in der PT-Projektion eine einfache senkrechte, eine isotherme Kompression. In der PV-Projektion entspricht der Prozess einer Kurve mit Unstetigkeit, also mit Knick. Zunächst steigt der Druck bei der Kompression an. Im Zweiphasengebiet ergibt sich dann ein horizontaler Verlauf, Kompression auf einer Konode. Wir können auch die Projektion der Binodalen in das PV-Diagramm einzeichnen und erhalten folgendes Bild. Bei der Projektion in das PT-Diagramm werden die Zweiphasengebiete zu Linien verkürzt. Und die Trippellinie wird zum Trippelpunkt. Konoden sind hier nicht mehr zu erkennen. Alle Konoden werden im PT-Diagramm zu Punkten verkürzt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wollen wir unsere weitere Diskussion zunächst auf den Gasphasenbereich des Zustandsdiagramms beschränken. Als Standardzustand eines Systems wurde von der IUPAC den Zustand bei 25 Grad und 1 Bar definiert. Kohlendioxid ist beim Standardzustand gasförmig, der Punkt S entspricht diesem Zustand. Beim Standardzustand hat Kohlendioxid ein Molvolumen von etwa 24,8 Liter. Und interessanterweise hat jedes Gas ungefähr dieses Molvolumen beim Standardzustand. In der DIN 1343 wurden sogenannte Normalbedingungen oder Normbedingungen, STP, festgelegt zu 0 Grad Celsius und einer Atmosphäre, also 1,013 Bar. Bei Normbedingungen ist das Molvolumen eines idealen Gases etwas geringer als unter Standardbedingungen, beträgt etwa 22,4 Liter. Einige Steigungen der Fläche im PVT-Diagramm haben konkrete Bedeutung. Die partielle Ableitung des Molvolumens nach der Temperatur und nach dem Druck entsprechen diesen roten und grünen Steigungen, die man sich durch die Analogie eines Höhenprofils veranschaulichen kann. In unserem PVT-Gebirge können wir in Nord-Süd-Richtung schauen, das ist die rote Linie, und erkennen eine bestimmte Steigung. Wir können auch in Ost-West-Richtung schauen und sehen dann vielleicht eine andere Steigung. Wenn wir bei konstantem Druck die partielle Ableitung nach der Temperatur bilden, also in Nord-Süd-Richtung schauen, dann erfassen wir damit den thermischen Ausdehnungskoeffizienten Alpha. Je steiler diese Steigung, desto größer ist Alpha. Wenn wir bei konstanter Temperatur die partielle Ableitung des Molvolumens nach dem Druck bilden, also in Ost-West-Richtung schauen, nach links und rechts, dann erfassen wir damit die Kompressibilität Kappa, der Zusammenhang zwischen Molvolumen und Druck. Je steiler diese Steigung, desto empfindlicher reagiert das Molvolumen auf eine Druckveränderung. Weil das Molvolumen eine Zustandsgröße ist, also eindeutig von zwei und nur von zwei Zustandsgrößen abhängt, hat das Molvolumen ein totales Differential, wie der Mathematiker sagt. dV hängt eindeutig ab von dT und dP. Die Faktoren, welche vor dT und dP stehen, sind die partiellen Ableitungen des Molvolumens und diese entsprechen den eben diskutierten Größen, dem Ausdehnungskoeffizienten Alpha und der Kompressibilität Kappa. Lassen Sie mich zusammenfassen.
Wir haben heute das Zustandsdiagramm eines Einkomponentensystems diskutiert. Um den Zustand eines reinen Stoffes eindeutig zu beschreiben, benötigen wir zwei intensive Zustandsgrößen, zum Beispiel Molvolumen und Temperatur. Wenn wir alle Zustände eines Einkomponentensystems grafisch auftragen, erhalten wir eine Zustandsfläche im PVT-Raum. Diese Zustandsfläche besteht aus homogenen und heterogenen Bereichen, getrennt durch Binodalen. In den heterogenen Bereichen finden sich Konoden, Geraden, welche Phasen im Gleichgewicht miteinander verbinden. Weitere Charakteristika sind die Tripellinie und der kritische Punkt. Die isothermen und isobaren Steigungen im Diagramm, die partiellen Ableitungen, sind verknüpft mit der Kompressibilität Kappa und dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten Alpha. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.